Nephi und der blutbefleckte Rock. Der Prophet Nephi war über die Schlechtigkeit seines Volkes betrübt. Er stieg auf einen Turm in seinem Garten, denn er wollte allein sein und beten. Als er dem Herrn traurig sein Herz ausschüttete, wurde er von einigen Männern gesehen, die auf der nahen Straße vorübergingen, welche zum Marktplatz von Zara Hemla führte. Sie sammelten noch weitere Leute um sich und alle wunderten sich, weshalb Nephi so traurig war. Als Nephi gebetet hatte, stand er auf und bemerkte die Leute, die sich versammelt hatten. Auch mächtige und führende Männer waren darunter. Er fragte sie, ob sie gekommen seien, damit er ihnen ihre Schlechtigkeit vorhalte. Er sagte, die Herrschenden hätten in ihrer Schlechtigkeit die Gesetze des Landes verdreht. Da wurden viele Leute zornig und verlangten, dass Nephi hingerichtet würde, weil er die führenden Männer des Landes bloßgestellt hatte. Einige dieser führenden Männer waren selbst dabei und hörten Nephi reden. Nephi warnte sie furchtlos vor dem Gericht Gottes. Durch die Gabe der Prophezeiung sagte Nephi zu den Leuten: Geht zum Richterstuhl eures obersten Richters Sizoram. Er ist ermordet und liegt in seinem Blut. Er ist von seinem Bruder ermordet worden, der danach trachtet, auf dem Richterstuhl zu sitzen. Daraufhin liefen 5 Männer zum Richterstuhl, um zu sehen, ob Nephis kühne Vorhersage wahr sei. Wenn sie wirklich wahr sei, sagten sie, dann würden sie alles glauben, was Nephi sagte. Sie kamen zum Richterstuhl und waren zutiefst verwundert, als sie den Richter ermordet vorfanden, wie Nephi gesagt hatte. Die 5 Männer glaubten nun, dass Nephi ein Prophet war. Sie fielen zur Erde, denn sie fürchteten sich davor, dass eine schwere Strafe über sie kommen würde. Die Diener Sizorams hatten den toten Richter schon gefunden, bevor die 5 Männer angekommen waren. Sie waren hinausgelaufen und hatten unter den Leuten Mordsgeschrei erhoben. Die Leute, die das hörten, eilten zum Richterstuhl und fanden die 5 Männer, die zu Boden gefallen waren. Da sagten sie, diese Männer sind es, die den Richter ermordet haben, und Gott hatte sie geschlagen, so dass sie uns nicht entfliehen konnten. Die 5 Männer wurden ins Gefängnis geworfen. Überall wurde verkündet, der oberste Richter sei ermordet worden und man habe die Mörder bereits gefasst. Am nächsten Tag kamen viele Leute zum Begräbnis des obersten Richters. Die Richter, die zum Begräbnis kamen, fragten nach den 5 Männern, die am Vortag von Nephis Garten zum Richterstuhl geschickt worden waren. Da wurde der Irrtum offenbar und die 5 wurden den Richtern vorgeführt und befragt. Die Richter sahen bald ein, dass die 5 Männer unschuldig waren und wollten den wahren Mörder finden. Sie dachten, Nephi habe jemanden geschickt, um Sizoram zu töten, während er selbst so getan habe, als prophezeie er von dem Mord. Sie wollten Nephi als falschen Propheten hinstellen, weil er ihre eigene Schlechtigkeit bloßgestellt hatte. Nephi verteidigte sich, indem er furchtlos erklärte, warum die Richter so selbstsüchtig handelten. Dann wies er sie an. Geht zum Hause Siantums, der Bruder Sizorams ist, und fragt ihn, ob er sich mit mir abgesprochen hat. Das wird er verneinen. Dann fragt ihn, ob er der Mörder ist. Er wird sich fürchten und so tun, als wäre er unschuldig. Wenn ihr aber seinen Rock ansieht, so werdet ihr Blut daran finden. Fragt ihn, ob es das Blut seines Bruders ist. Er wird bleich werden und zittern und das Verbrechen gestehen. Sie taten, wie Nephi ihnen geheißen hatte, und es war wirklich alles so, wie er es gesagt hatte. Der Mörder legte ein Geständnis ab und Nephi wurde freigelassen. Als Nephi nach Hause ging, redete die Stimme des Herrn zu ihm und sagte: Gesegnet bist du, Nephi. Du hast nicht dein eigenes Leben im Auge gehabt, sondern meinen Willen und dass du meine Gebote hältst.